In diesem Video zeige ich euch, wie man kostenlos Spiele aufnimmt mit einem sehr guten Programm und seinen Monitor aufnimmt. Also sprich, Desktop halt. Ja, was sieht ihr jetzt nach dem Intro? The Bird Machine. Check. Dafür gibt es ein Programm namens Open Broadcaster Software. Das ladet ihr euch herunter unter dem Link www.ops unter obsprojekt.com. Der Link ist aber auch in der Beschreibung. So, wenn ihr jetzt Windows 7 oder Windows 8 habt, klickt aber hier drauf und es wird automatisch heruntergeladen und ihr installiert es. So, es gibt es noch für OS X, also für Mac. Und installiert es. Ich weiß nicht ganz genau, wie es da geht, weil ich habe keinen Mac-Computer. Bei Linux gibt es noch nicht, aber es kommt noch raus. Steht da. Ja. Dann installiert ihr die Exe und dann startet ihr einfach Broadcaster und geht erstmal unter Einstellungen hier oben und dann auf Einstellungen. So, hier ändert ihr nichts, habe ich auch nichts geändert. Dann geht ihr unter Codierung. Da habe ich jetzt, das war bei mir jetzt so drin. So. Dann habe ich einfach hier einen Haken gemacht, das raus und das auch. Dann habe ich einfach so gelassen. Und das habe ich halt geändert. Und die Qualität auf 10 habe ich noch getan, dass es halt noch besser aussieht. Ja, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Bei mir gibt es keine Störungen. Wenn es bei euch Störungen gibt, macht es einfach auf normal, wie es bei euch war. Dann geht ihr unter Broadcast-Einstellungen. Und jetzt ist sehr wichtig, unter Durchsuchen hier Dateipfad auswählen. Da wählt ihr jetzt einen Speicherort aus und bei euch ist es dann wahrscheinlich als Flash-Video-File. Und ihr könnt die starten. Dann nehmt, also wenn ihr die Aufnahme gemacht habt und ihr wollt es anschauen, geht nicht, weil es unter Flash-Video-File gespeichert ist. Nehmt einfach MP4-File und gebt einen Namen ein und dann auf Speichern drücken. Ja. So. Dann habe ich nichts mehr hier geändert, habe ich alles so gelassen. Dann unter Video, hier ist die Grafikkarte, auswählen. Basisauflösung einfach so lassen. Es erkennt automatisch, wie groß ein Monitor ist. Habe ich auch nichts geändert. Unter Audio könnt ihr euer Headset noch einstellen. Unten habe ich auch nichts geändert. Hotkeys sind diese Case. F1, F2, F3, F4. Also, ja, kann man halt drücken, wenn man zum Beispiel jetzt aufnehmen will, dass man nicht immer gleich in diesen Broadcaster reingehen muss, dass man auf dem Starten drücken muss, weil sonst nimmt sie auch dann Open Broadcaster auf. Darum kann man einfach zum Beispiel jetzt F9 auswählen zum Aufnehmen und zum Beenden auch. Und dann muss man nicht extra im Open Broadcaster reingehen und das machen. Ja, und erweitert habe ich auch nichts geändert, einfach so lassen. Quick Sync Encoder habe ich auch nichts geändert. Unter und Mikrofon Rauschsperre habe ich auch nichts geändert, aber wenn ihr ein schlechtes Headset habt, dann sollte man wirklich Rauschsperre aktivieren. So, einfach dann unter Übernehmen und auf OK drücken. Und so, jetzt wenn ihr unter Aufnehmen drückt, könnt ihr nichts aufnehmen, kommt ein Fehler. Ja, ihr müsst hier unter Quellen einen Rechtsklick machen und unter Hinzufügen Monitoraufnahme. So, mit Monitor, dann hier einfach Monitor 1. Die meisten haben eh nur einen Monitor, also passt es. Ja, Monitoraufnahme heißt, das nimmt den ganzen Desktop einfach auf. So, einfach unter Aufnahme starten drücken und dann nimmt es halt den Monitor auf. Wenn ihr die Einstellungen so wie ich gemacht habt, sollte es eigentlich gut aufnehmen. Ja, so nehmt ihr euer Monitor auf. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr euer Spiel aufnimmt. Geht nochmal unter Rechtsklick hier auf Quellen, auf Hinzufügen
und dann auf Game-Aufnahme diesmal. So, jetzt geht ihr auf OK. Und dann steht da, wähle die Anwendung und jetzt wählt ihr, euer Spiel ist automatisch schon gleich hier drin. Zum Beispiel jetzt Minecraft. Schaut ihr Minecraft, dann ist es da drin. Und dann einfach auf OK drücken. Und dann könnt ihr einfach eine Game-Aufnahme machen. Einfach wieder auf Aufnahme starten, dann wird das Game aufgenommen. So, man kann zum Beispiel noch in der Videoaufnahme eine Facecam hinzufügen, die man einfach unter Videogeräte geht und dann das Gerät auswählt, dann auf OK drückt. So, habe ich aber jetzt noch nicht gemacht, das kann ich euch nicht genau sagen, wie es geht. Man kann auch zum Beispiel jetzt im Video einen Text hinzufügen, wenn man etwas schreiben will, oder im Stream ist es auch sehr wichtig, wenn man Text hinzufügt, man kann es vielleicht schreiben, ich bin gleich wieder da. Ja, oder ein Bild hinzufügen und einfach schreiben, das Stream ist kurz zu Ende oder macht kurz Pause. Man kann eine Fensteraufnahme noch machen, eine Dashow. Ja, das kann man so alles in Open Broadcaster machen. Ja. Ja, dann habt ihr eine Facecam, Spieleaufnahme, ja, mit Text hinzufügen. Jo. Ja, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch ein Like ab oder abonniert mich. So. Jo, bis zum nächsten Mal.